zurückgemacht. Aber es sind noch zu viele. Komm! Wow, warte. Hilfe. Da! Verdammte Scheiße. Wollen die mich umbringen oder was? Arschlöcher. Verpisst euch. Mann, ey. Yo! Okay. Das wird ziemlich heftig hier werden. Gut. So. Ja, sicher. Da ist jemand. Ich habe ihn gesehen. Komm her. Komm raus. Ach, egal, was soll's. Das ist alles? Gib mir Deckung. Ja, ja, ich gebe dir Deckung. Nein, ich kann nicht mehr treffen. Oh, scheiße, lass mich da weg. Lass mich da hin. Oh, scheiße. Nein! Das ist Gacke. Weil wenn man hier stirbt, dann kann man die ganze Szene nochmal gucken. Hier, das ist... Okay, Jungs, das Schlimmste ja, wir. Das ist nämlich jetzt die ganze Zeit so, wenn wir das nicht schaffen. Gut, wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Ja, ah, Mann, ey. Weißt du, dass sie nicht wenigstens sagen, nach dem Speicher, nach der Filmsequenz haben sie den Speicherpunkt gelegt. Aber nein, da muss ich sagen, hat Mafia doch so seine Schwächen. Ja, gut, meine Herren, ich weiß, das können wir jetzt ganz getrost überspringen. So, gut, gut. Bin wieder da. Da kommt noch mehr. So, was nehmen wir denn mal für eine Waffe? Die hier. Rückgemacht. Aber es sind immer noch zu viele. Komm. Ja, ja, ich laufe ja schon. Gut. Bleib von den Fenstern weg. Ja, ja, ich flieg nicht. Obwohl ich renne einfach. Aua, ja, ich flieg auf die Fresse, toll. Ja, ich tritt sehr schnell. So. Diese Holzbalken, die werden immer weggeschossen. Da muss ich gucken, dass ich jetzt hier wirklich mal in Deckung bleibe. Ich bin der Beste. So. Die Pistole ist echt geil, oder was auch immer das ist, ey, also, die ist nicht schlecht. So, jetzt kommen sie ja da wieder rein. Blöden Arschlöcher, echt mal. Scheiße. Nein, 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 nein. Boah, Hilfe. Jetzt muss ich warten, bis ich wieder lebe, aber ich habe ja fast oh Gott, die hat nur noch einen Schuss gebraucht, da wäre ich tot gewesen. Miese Aktion. Arschloch. So. Gut. Einmal um die Ecke rüben. So, schnell nach hier vorne. Vielleicht ist da ja ein Speicherpunkt. Wäre nicht schlecht. So. Vielleicht liegt hier ein Playboy-Magazin oder so ein Scheiß. Ne. Gut. So, Speicherpunkt. Bitte Speicherpunkt. Komm schon. Jo, lass mich dahin. Mein Platz. Gib acht, Vito. Was ist mit Maria macht heute Abend Lasagne? Herr Henry wird zu Schutt und Asche verarbeitet. Los, Vito. Geil, schon gut, schon gut. Wo sind denn die? Die Lappen? Ich sehe die gar nicht. Gut, Vito, los, du schießt wie meine Schwester. Gut, wo ist hier? Da war noch jemand, das weiß ich. Einfach mal den Hai anschießen. So, mieser Wichser. Du lebst noch, jetzt nicht mehr. Meine Magnum killt jeden. Gut, so. Ich weiß, dass jetzt aus dem Fenster gleich welche kommen. Scheiße. Helft mir, Leute. Komm raus, du Wichser. Die Magnum ist echt geil. Gut, lass mich dahin. Meistens verschwinden die ja, wenn ich dahin will. Ja, aber auch nur meistens. Gut, ich will die Waffen aufnehmen. Ich will alle Waffen aufnehmen. Gut, weil, ich brauche mal so ein paar MGs und so. Meine Fresse, wo bleiben die denn? Ich laufe jetzt nicht nach da vorne, dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Gut. Wo sind denn die Wichser? Wo müssen wir überhaupt hin? Hä? Verschwinden sie von hier, gut. Wohin denn? Raus jetzt, oder? Ach, das sind meine Kumpels. Ich dachte gerade schon, Hilfe. Gut. Ja, okay, wir mussten einfach nur rauslaufen. Wo ist er hin? Da kommen ja schon wieder unsere Kollegen. Geh den um, wieder.
So, kommt her. Das war echt klasse. Los jetzt! Zack, zack! Mann. Ah, warum steht denn der Lastwagen da im Weg? So ein Scheiß aber auch. Bin stolz auf mich. Ach so, habe ich schon ein bisschen getroffen. Gut. Wo sind denn hier noch welche? Da. Geht doch, weg mit dir. Dann muss da noch jemand sein, oder? Gib mir Deckung, Vito. Komisch. Wo ist denn hier noch der Typ? Ach, da hinten. Wo chillt denn der? Ich sehe deine Beine. Hör mal, Kollege. Verstecken ist nicht. So, geh doch. Aber hier war auch noch jemand, oder? Nee, jetzt. Ach, der... Oh, scheiße. Fuck. Ne, den könnt ihr jetzt aber killen. Hier bin ich. Oder ich. So, hier, Arschloch. Gut. Was hat der noch? Nichts mehr. Gut. Ach so, cool. Da brennt mal eben alles. Nice. Gut. Und raus hier, würde ich sagen, oder? Schnappen uns hier so einen Wagen. Boah. Kommt her. Wir können. Meep, meep. Kommt rein. Gut. Ach so. Geil, Joe. Zach, die Leiche noch raus, die da drin war. Gut. So. Und raus hier. Willst du uns umbringen? Ja, sorry. Entspann dich. Wie soll ich denn da rauskommen? Das war knapp. Ja, das war knapp. Und jetzt kommt hier diese Szene, die ich meine. Wir fahren jetzt vorbei und die verfolgen uns. Und ich weiß nicht wieso, aber die haben mich beim letzten Mal so stark immer angehitzet. Vor allem mich. Die ganzen Typen sind da, aber auf mich schießen sie nur. Und wenn ich stehen bleibe, dann schaffen. Dann meistens, wenn ich stehen bleibe, killen sie die. Aber wenn ich weiterfahre, dann sterbe ich immer. Das finde ich so ganz komisch. So, okay, ich schaff's ja gerade ganz gut. Bin ich froh drum, weil da bin ich damals so oft verreckt an dieser Stelle. Und ich wusste einfach nicht, wieso. Naja, aber okay, jetzt habe ich ja das Gröbste geschafft. Und überall so Blutspritzer. Ach, wir haben sie abgehängt, gut. Fahre zum Lagerhaus an der Evergreen Street. Yo, das werden wir machen. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben wir noch Schwitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns zum alten Lagerhaus in Hunters. Okay. Ich hoffe, der Deal läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer gut. Kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Ja, super. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Ja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen. Bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und habe ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgingen. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Dreckskerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Oh, jetzt ziehen wir erstmal das Ding hier durch, bevor wir große Pläne schmieden. Verfolgung aufgenommen. Ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel. Das Geile ist, man kann hier auf L, das habe ich ja schon mal gesagt, die Fahrbegrenzung einrichten. Das heißt, der fährt nur dieses bestimmte Limit und das ist natürlich ganz gut, wenn man mal normal durch die Stadt fahren will. Aber wenn man flüchtet, ist das natürlich nicht so geeignet. Aber naja, gut. Ups, sorry, tut mir leid. Gut, wir sind da. Wir sind da. Lass mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe? Na, ein Joint am Rauchen, toll. Die Schwarzen. Hey Leute, die Farbigen. Hey Mann, kommt rein.
Scheiße! Joe. Der Joe. Volltreffer! Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Krieg dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. Das ist wohl wahr. Gut. Die haben richtig Spaß dabei. Jut, jut. Ja, alle mal probieren. Ach. Die wollten wohl Stress. Die Polizei. Ich finde das Spiel einfach so geil. Einfach diese Mimiken und alles, das ist einfach so klasse. Beide Ben. Und da sind sie wieder zu Geld gekommen. Yo, drei Ehrenmänner, die ihr Handwerk verstehen. Gut. So, was ist jetzt los? Speichern. Kapitel 13. Und hier beende ich den Part jetzt erstmal. Roter Drache. Yo, das Kapitel wird gut, auf jeden Fall. Joe's Apartment, 24. September 1951, zwei Tage vor dem Geburtstag meiner Mutter. Wen interessiert? Krieg ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Na, ja, lass mich mit rein, Joe, ich will mit rein. Na, ja, komm mit. Ja, ich will auch rein. Nein, oh Mann, schade. Hä, war schon nur $500. So arm bin ich. Und jetzt? Ich würde sagen, spende den Part hier, ne? Aber, weiß nicht. Achso, Telefon, da gehen wir noch dran. Und dann beende ich den Part. Barbara's Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Boah. Ist so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Jo, das werden wir dann... Joe, wir müssen los. Hallöchen, Püppchen. Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Na, nee, Süße, du gehst jetzt hier aber so nicht raus. Du bleibst hier, ich vernasch dich. Na, Hallöchen. Ah, Arriba, ich könnte jetzt einen Screenshot machen. Nee, mach ich nicht. Aha, Hallöchen. Gut, gut, ja. Aber bevor wir das machen, beende ich in dem Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.